Seit dem letzten Video vor der Geburt ist einige Zeit vergangen und seit der Geburt unserer Tochter war tatsächlich gar nicht mehr an Zeitfenster, Videodreh, Bearbeitung oder gar Veröffentlichung zu denken. Demnach sind jetzt auch fast 3 Monate ins Land gezogen und heute möchten wir euch eine kleine Zusammenfassung geben zum Thema fast geglückte Hausgeburt, dem ersten Kennenlernen, der ersten Zeit mit Baby im Tiny House und Hund. Und versuchen das mal nicht zu ausschweifend zu tun, aber euch doch einen kleinen Überblick zu verschaffen. Lange ist es her, kann man sagen, ne? Ja, schon. Ungefähr 3 Monate jetzt sind vergangen. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit rennt. Wir sind übrigens, falls ihr uns noch nicht kennt, Anja und Ilan. Und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir wieder hier sein können, um euch zu berichten. Ich bin mal gespannt, wie viele Pausen wir heute brauchen. Wir machen also jetzt mal weiter nach dem letzten Video, also eigentlich kurz vor der Geburt. Das ist jetzt knapp 3 Monate her. Und das Video verlinken wir euch erstmal. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Entweder auf dieser Seite oder auf dieser Seite. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne vorher an. Könnt ihr euch das gerne ansehen. Es ging da eher um die Vorbereitungen für die Geburt unseres Kindes. Genau. Und das Sicherheitsvorkehrungen ist ja auch, dadurch, dass wir ja gemeinsam mit unserer Tochter im Bett schlafen, Hausgeburtskiste vorbereitet. Wir hatten ja geplant, hier auch im Tiny House unser Kind zu gebären. Wir wussten auch noch gar nicht, wird es ein Junge oder ein Mädchen. Und kurz bevor es dann losging, hattest du noch die Tasche gepackt fürs Krankenhaus? Ja, die hätte man ja schon viel früher gepackt haben sollen, aber ich habe es nicht so gefühlt und wollte das auch gar nicht anziehen. Und an dem selben Tag oder am Tag davor haben mich auch ganz viele Kinder angelacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwas passiert jetzt hier gleich oder bald, sehr bald. Und am Tag darauf war es dann soweit, beziehungsweise in der Nacht ist es dann passiert. Anja war dann in den Wehen und das fing, glaube ich, um 2 Uhr morgens an. Ja. Und wir wollten ja eine Hausgeburt, also eine Tiny-Hausgeburt und hatten auch die Hebamme schon vorbereitet, beziehungsweise die war ja auf Abruf. Und das lief alles sehr, sehr schnell, muss ich ehrlich sagen. Ich bin erst um 4 dazugekommen. Anja hat sich irgendwie davon geschlichen. Ich bin dann einfach runter, als ich merkte, es geht los, waren die Wellen eigentlich schon in super kurzen Abständen. Und dann bin ich mit meinem Hypnobirthing-Audio mit Kopfhörern in den Ohren einfach runter aufs Sofa, hatte mir die Kerze angezündet. Ich bin irgendwann wach geworden und das riecht hier so. Wie spät ist es eigentlich? Und ich gucke runter und habe sie dann hier nur liegen sehen auf unserem Sofa. Und dann wusste ich, okay, alles klar, es geht los. Wir hatten vorher natürlich auch schon drüber gesprochen, dass ich wahrscheinlich sowieso irgendwie ganz bei mir sein werde. Und ich schon weiß nur, dass Ilan da ist, dass ich mich gut und sicher fühle. Das heißt, Ilan ist dann einfach dazugestoßen, hat dann hier alles vorbereitet und den Malervlies aufgeklebt und alles abgedeckt. Ich habe auch wirklich versucht oder mir Mühe gegeben, nicht nervös zu wirken. Ich glaube nicht, ob das rüberkam. Kam das rüber? Ich war ganz bei mir. Du warst sowieso in deinem Element. Also ich war natürlich nervös und habe hier irgendwie immer mal wieder gesucht, was ich jetzt noch vorbereiten kann, weil viel mehr kann ich ja nicht machen als das Ganze, als da zu sein und also für die Geburt alles eben vorzubereiten. Dann fragte Ilan irgendwie zum 4., 5. Mal, soll ich denn jetzt mal die Hebamme anrufen? Und irgendwann meinte ich dann, ja okay, dann jetzt schon. Dann haben wir das auch endlich gemacht. Ja. Ich glaube, das war um 6:30 oder so. Und dann hat sie nochmal alles abgetastet und gemerkt, meinte, dass 10 cm, super. Ja, aber, das ist klasse. Oh. Ich bin auch schon bereit und hat die Handschuhe angezogen. Und tastete dann ab und hat gemerkt, ich ertaste gerade einen Popo und keinen Kopf. das hat den Plan geändert. Ja. Also es war eigentlich alles bestens bis dahin, ja? Ja, wir hatten nicht das Gefühl, Hilfe zu brauchen. Sie kamen halt, um uns zu unterstützen. Und keiner hätte damit gerechnet, dass wir jetzt irgendwie hier einen Szenenwechsel brauchen. Ja, auf jeden Fall habe ich den Krankenwagen gerufen, habe den dann eben klar hergewunken und das ging dann alles sehr, sehr schnell. Wir mussten dass Vincent versorgt ist. Genau, gucken, dass Vincent versorgt ist. Hab dann natürlich die Oma angerufen und hab ihn dann eben abholen lassen. Anja war dann eben schon auf dem Weg.
in Richtung Krankenhaus mit der Hebamme, Gott sei Dank, die sich dann auch durchgesetzt hat. Und ich konnte natürlich nicht so einfach rein in der jetzigen Zeit. Wir hatten aber trotzdem sehr, sehr viel Glück. Wir haben auch schon ganz andere Geschichten gehört. Daher waren wir sehr, sehr dankbar, dass alles so geschmeidig ablief und dass du eigentlich... Du warst pünktlich da. Ja, also es war natürlich für mich trotzdem eine sehr, sehr lange halbe Stunde Fahrt. Es waren ungefähr eine halbe Stunde. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ja. Und es war sehr unangenehm für mich, kann ich nur sagen an dieser Stelle. Also wirklich eine sehr, sehr lange Fahrt. Eine Fahrt der Ungewissheit. Und ich meinte auch noch zu ihm... Mach dir keine Sorgen, wir müssen nicht ins Krankenhaus. Ich mache das vorher schon, ich war ja schon in den Presswehen. Ich durfte dann ja nicht mehr pressen im Krankenwagen. Ich mache das dann im Krankenwagen, ja. Ja. Und ich dachte, oh Gott, jetzt kriegt sie das Kind im Krankenwagen. Aber dann habe ich natürlich im Nachhinein erfahren, das geht nicht. Sie muss das dann eben unterdrücken, also die Presswehen unterdrücken. Und und ich dachte dann, wenn man mich jetzt nicht reinlässt, dann verpasse ich halt die Geburt meines Kindes oder unseres Kindes. Das war eben natürlich auch meine Sorge und ich wusste halt auch nicht, wie das gerade jetzt alles abläuft. Aber es hat alles, du kamst rein und eine halbe Stunde später war unsere Tochter da, beziehungsweise haben wir erstmal rausgefunden, dass wir eine Tochter bekommen haben. Es war alles reibungslos, sie war super drauf. Es war eine natürliche Steißgeburt. Genau. Die komplikationslos lief? Ohne Intervention, ohne Komplikation, ohne Medikamente. Ich durfte im Prinzip genau das zu Ende machen, was ich hier zu Hause schon gemacht habe und worauf ich mich all die Monate vorbereitet habe, mental, körperlich. Und das war wunderschön, war wirklich eine wunderschöne Geburt, trotz des Szenenwechsels. Ja. Und dann sind wir 2 Stunden später... Wieder nach Hause und Anja wollte erstmal spazieren gehen. Ich sag, du gehst nicht spazieren, vielleicht gehst du lieber mal ins Bett, aber stattdessen ging es richtig gut, ne? Ja. Ja, also du warst natürlich noch im Hoch und... Voll. Mhm. Adrenalinkick. Ja, und das, die ersten Tage waren ja schon komisch, außergewöhnlich, und ungewöhnlich und einfach auch wunderschön. Wir wurden natürlich dann auch von der Nachsorgehebamme regelmäßig besucht und das war auch wirklich empfehlenswert. Es war so wunderschön, weil wir das Haus nicht verlassen mussten. Sie kam einfach ein- bis zweimal am Tag, hat nochmal gezeigt, wie funktioniert es mit dem Stillen richtig. Wir haben uns echt schnell dran gewöhnt. Mhm. Also manchmal haben wir von Routinen gesprochen und mussten uns gegenseitig erinnern, Moment, unsere Tochter ist gerade 5 Tage alt. So, ja, das war... Also es gab natürlich auch Momente der Emotionen, die ersten schwierigen Nächte und so. Die erste Nacht war auch sehr... Also die war natürlich war sehr heftig. Schwierig. Die war heftig. Also da haben wir eigentlich gar nicht geschlafen, weil wir nicht wussten, hat sie jetzt Hunger oder was braucht sie von uns? Und wir haben halt eben ihre Sprache noch nicht ganz verstanden. Genau. Und haben uns halt eben noch wirklich aneinander gewöhnen müssen. Und sie schläft ja bei uns im Bett. Genau. Und das war auch eine Umgewöhnung. Wir wollten sie natürlich nicht erdrücken oder zerdrücken oder irgendwie verletzen. Oder gerade ich schlafe ja auch dann ganz weit rechts außen. Dann kommt erst Anja und dann kommt unsere kleine Maus. Ja, also daran hat man sich dann jetzt auch relativ schnell gewöhnt irgendwie. Ja. Das ist schon so. Also es ist sehr, sehr schön, weil momentan ist es jetzt auch so, dass wenn sie irgendwas braucht oder auch Hunger hat, dass die Brust natürlich gleich da ist. Ja. Und ich bin natürlich auch dankbar, dass ich keine Brust habe, die Milch gibt. Sie sucht ab und zu, es hilft nur Mama. Sucht bei mir, aber die Nacht kann ich dann tatsächlich besser schlafen. Unser Grundriss geht sehr gut auf, finde ich, vom Haus, wie wir das auch gemacht haben. Ja, bisher funktioniert das im Tiny House. Ich glaube, das hat ja auch viele von euch interessiert. So, wie klappt das denn im Tiny House? Mhm. Jetzt können wir natürlich erst auf 2 Monate, 2,5 Monate zurückblicken. Das Treppe rauf und runter laufen, klar waren die ersten Tage total aufregend. Ja. Wir haben uns gegenseitig unten noch gesichert. Halten wir sie dann auch schon gut? Da musste man ja auch noch viel stützen. Jetzt hat sie den 3. Entwicklungssprung schon geschafft und kann ihren Kopf selbst halten und... Ja, da ist man einfach schon viel routinierter. Aber wir haben schon ganz schön viele Standorte für unsere kleine Maus.
Also mal ist sie hier auf dem Podest, auf der Fußbodenheizung, auf ihrer Decke. Ja. Mal dann oben in ihrer Oase, würde ich mal sagen. Also wir haben ja ein Riesenbett da oben, 1,80 Meter mal 2,10 Meter. 60. Wir hatten mal 1,80, stimmt. Es dürfte auch ein bisschen breiter sein. Könnte. Das Bett. Ja, es ist dir zu klein. Ich glaube, es wäre für uns alle noch bequemer. Wie ist es für unseren Hund? Ja. Er hat sie voll und ganz als Familienmitglied schon akzeptiert. Das spürt man. Ja. Es ist einfach ein großer Respekt da auch. Und er merkt, dass er vielleicht ein bisschen schnuppern kann erstmal, aber dass das alles noch sehr zierlich ist und, und er vielleicht eher auf Abstand geht momentan. Das ist bei ihm jetzt gerade so. Sie ist ein absolutes Tragekind. Ja. Also wir haben von vornherein auch gesagt, wir wollen erstmal keinen Kinderwagen. Wir möchten versuchen zu tragen. Mhm. Und das klappt richtig, richtig gut bei uns beiden auch. Und bisher war noch gar nicht der Bedarf nach einem Kinderwagen. Vielleicht kommt das irgendwann. Ja, sie möchte halt viel getragen werden, eigentlich überwiegend. Wir haben sie eigentlich überwiegend auf dem Arm. Sie merkt sofort, wenn man sie ablegt, wie sie ablegen. Clever, ja. Und dann schläft sie auch nicht mehr. Irgendwann wird sie dann relativ schnell wach. Vielleicht dauert das so 10, 15 Minuten. Und jetzt, seit neuestem, schläft sie auch weiter. Wo ich natürlich einen großen Respekt habe, ist gerade an den Tagen, wo ich nicht da bin, wo du dann im Grunde zu nichts kommst, wenn ich nicht da bin. Weil wir natürlich immer uns gegenseitig den Ball dann auch zuspielen und mal hat der eine dann ein bisschen mehr Zeit, mal der andere. Und das ist natürlich, wenn man alleine ist, was ganz anderes. Ja, aber da könnte man vielleicht so von ersten Versuchen der neuen Routinen sprechen, die einfach nicht existieren. Und deshalb auch bisher noch kein Video. Wir nehmen ja unsere Videos auch immer zusammen auf und möchten uns ja auch dann die Zeit nehmen. Ja. Aber es hatte in dem Kontext einfach keine Priorität, muss man ganz ehrlich sagen. Es war einfach undenkbar irgendwie in der Situation. Das ist auch mit dem Abspülen oder so. Ein Teller in der Stunde ist schön, wenn das klappt, aber es kann auch sein, dass das erst dann ganz spät am Abend funktioniert, wenn Ilan wieder zu Hause ist. Also und Respekt vor den Eltern auch, die das... oder alleinerziehende Eltern. Oder alleinerziehende, ja, also das... Wahnsinn. Vielleicht noch eine letzte Info, bevor wir dann zu den künftigen Plänen auf unserem Kanal zu sprechen kommen, wäre das Wickeln mit Stoffwindeln im Tiny House. Am Anfang haben wir das nicht hinbekommen, muss man ganz klar sagen. Wir waren gut vorbereitet, wir hatten schon einige Sachen da. Neugeborene haben ja ganz häufig Stuhlgang und das haben wir einfach mit den Stoffwindeln so frequent gar nicht hinbekommen, dass wir auch gesagt haben, jetzt machen wir uns bitte nicht noch zusätzlich Stress. Jetzt gibt es halt die erste Zeit erstmal erstmal Wegwerfwindeln, bevor wir dann Stück für Stück die Stoffwindeln integrieren. Und auch das funktioniert jetzt wunderbar. Sie macht ja auch ein Zöpfchen. Ach so, ja, stimmt. Ja, also tagsüber kriegt sie jetzt Stoffwindeln, nachts dann immer noch eine Wegwerfwindel, aber auch das haben wir, glaube ich, bald geschafft. Und das große Geschäft geht sowieso seit Tag 1 ins Töpfchen. Also das, wir halten ab und es klappt fantastisch. Wenn sie Krämpfe hat, dann heben wir sie hoch, setzen sie aufs Töpfchen und unterstützen so ein bisschen. Und dann kommt auch der Schwall oder dieser Druck raus oder besser raus. Das und die Erlösung. Das, das ist so schön zu sehen. Das ist für uns alle eine Erlösung, weil wer sieht sein Kind schon gerne leiden? Letztes Thema für heute. Jetzt haben wir wirklich einen großen Babytalk gemacht. Aber eigentlich gar nicht so. Also wir könnten wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen. Es sind 3 Monate vergangen. Ja. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie es hier weitergehen soll. Und um das vorwegzunehmen, wir wissen es nicht. Immer noch nicht. Und wir wollen uns auch keinen Stress machen, weil unsere Priorität unsere Tochter ist. Das ist das Wichtigste und wir sind uns auch einig, dass wir sie nicht in der Kamera oder nicht im Internet zeigen wollen, ob mit ihrem Namen oder ihrem Gesicht. Das möchten wir einfach nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Ja. Und deshalb muss man natürlich auch schauen, je älter sie wird, desto präsenter wird sie auch sein oder wird es für uns zu zweit auch schwieriger sein, Videos zu drehen? Wochenupdates wird es auf keinen Fall mehr geben. Auch Bauprojekte im Moment. Auch Bauprojekte. Wird nicht. Kommen wir einfach im Moment nicht. Tiny House Tour im Moment, unsere zumindest, wird auch erstmal nichts. Aber wir haben noch eine für euch. Ja, und die möchten wir unbedingt auch in diesem Jahr mit euch teilen.
Also wir hoffen, das im Dezember noch veröffentlichen zu können. Ja. Das ist eine Tiny House Tour aus dem letzten Jahr. Das werden wir schaffen. Ja. Und also das heißt, im Dezember könnt ihr euch drauf freuen. Auf jeden Fall gibt es da eine hervorragende Tiny House Tour. Die ist jetzt allerdings schon über ein Jahr alt. Ja. Muss man an dieser Stelle auch sagen. Ich glaube, das war Sommer letzten Jahres. Aber immer noch genauso schön und die beiden sind immer noch genauso toll. Es macht immer noch genauso viel Spaß. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr das nicht verpassen wollt oder wie es bei uns weitergeht, gerade wenn es so unregelmäßig sein wird, und wir hoffen oder sind uns aber auch ganz sicher, dass ihr dafür Verständnis habt, dann abonniert nicht nur unseren Kanal, sondern aktiviert unbedingt das Glöckchen, damit ihr dann auch mitbekommt, wenn es ein neues Video von uns gibt. In diesem Sinne, wir hoffen natürlich auch, dass es euch gut geht. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch für die vielen Kommentare und Glückwünsche. Ja, für die Glückwünsche. Herzlichen, herzlichen Dank. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar auch dafür, dass wir diese tolle Community hier haben und dass wir uns hier alle austauschen können. Und freuen uns, wenn ihr dann, ich kann ja nicht sagen, nächste Woche wieder einschaltet. Das ist noch so fast, drin irgendwie. Genau, das ist noch drin, dieser Rhythmus. Wir freuen uns dann auf jeden Fall aufs nächste Mal. Das wird spätestens im Dezember sein, wo dann eben diese Roomtour veröffentlicht wird. Bis dahin. Tschüss. Ciao.